Hallo. Alle, die sich für das letzte Video interessiert hatten, werden schon auf die Fortsetzung warten. Ihr hattet ja eine kleine Hausaufgabe auf und auch ich sollte mir was ausdenken. Wie kann die Alarmanlage vom letzten Mal etwas zeitgemäßer mit einem Mikrocontroller, also konkret mit dem Arduino, gesteuert werden? Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Ja, die Alarmanlage vom letzten Mal hatte ja ein paar Besonderheiten. Zur Erinnerung nochmal, wie sie funktionieren soll. Die Bedienung soll von innerhalb der Wohnung erfolgen. Damit man die Wohnung verlassen kann, darf die Anlage sich erst zeitverzögert einschalten. Beim Wiederbetreten der Wohnung wird erst ein Voralarm ausgelöst, um daran zu erinnern, dass die Anlage entschärft werden muss. Ich habe jetzt mal 20 Sekunden festgelegt, die das Ganze dauern darf. In der Zeit muss ein vierstelliger Zahlencode eingegeben werden. Für jede einzelne Taste stehen dafür auch nur 5 Sekunden zur Verfügung. Wird eine falsche Taste gedrückt oder braucht man mehr als 5 Sekunden zwischen zwei Zahlen, dann muss der Code wieder ganz von vorn eingegeben werden. Innerhalb der 20 Sekunden hat man da vielleicht 3 Versuche. Scheitern die, geht der Alarm los. Und der soll jetzt auch nicht ewig laufen, sondern sich nach einer bestimmten Zeit wieder abschalten. Als erstes sehen wir uns mal die Beschaltung des Arduino an. Wir brauchen fast alle digitalen Ein- und Ausgänge. An Anschluss 2 kommt die Taste zum Scharfschalten. An Anschluss 3 bis 6 sind die 4 Tasten für den Zahlencode. Anschluss 7 wird aktiviert, wenn eine falsche Taste gedrückt wird. Eine gedrückte Taste legt den Eingang an Masse, also Low-Potential. Da fehlen eigentlich noch Widerstände gegen Betriebsspannung. Dafür werden wir aber die internen Pull-Up-Widerstände des Arduino aktivieren. Das spart immerhin 7 externe Bauelemente. An Pin 8 liegt der Türkontakt. Der ist normalerweise geschlossen und muss deshalb auf High-Potential abgefragt werden. Die Status-LEDs liegen an Pin 9 und 10. Die gelbe LED an Pin 11 soll den Voralarm darstellen. In der Realität sollte das ein akustisches Signal sein, ein kleiner Piepser oder so. Und die blaue LED soll für die Sirene stehen. Eingeschaltet werden die LEDs mit High-Potential. Jetzt müssen wir den Arduino noch programmieren. Ganz so einfach sind die Zusammenhänge ja nicht unbedingt. Damit man nachher beim Programmieren nicht ins Schleudern kommt, ist es nie eine schlechte Idee, sich grob einen Überblick über den Programmablauf zu verschaffen. Zu Beginn werden wie immer die Anschlüsse konfiguriert, die Variablen definiert und der Grundzustand des Systems festgelegt. In dem Fall soll die Alarmanlage unscharf sein. In der ersten Abfrage wird jetzt überprüft, ob die Anlage scharf ist. Zunächst mal natürlich nicht. Deshalb wird jetzt nachgesehen, ob die Taste zum Scharfschalten vielleicht gedrückt ist. Wenn nicht, dann geht die Schleife zurück zur ersten Abfrage. Irgendwann wird die Taste betätigt und die Anlage geht zeitverzögert auf scharf. Ich habe hier 10 Sekunden gewählt, damit wir nicht so lange warten müssen. In echt würde man da aber mehr Zeit lassen. Damit geht es bei der oberen Abfrage jetzt rechts weiter. Nun wird ständig der Türkontakt abgefragt und solange die Tür zu ist, passiert nichts weiter. Irgendwann kommt man wieder nach Hause und öffnet die Tür. Dadurch wird der Voralarm gestartet. Und die Zeit für die Eingabe des Zahlencodes läuft. Deshalb wird ab jetzt laufend abgefragt, ob die 20 Sekunden abgelaufen sind. Wenn ja, dann geht der richtige Alarm los. Der soll jetzt nur 30 Sekunden laufen. In der Realität würde man natürlich einige Minuten warten. Dann geht der Alarm aus und ich lasse das Programm jetzt an der Stelle enden. Natürlich könnte man alternativ auch alles wieder zurücksetzen und die Anlage komplett entschärfen. Das war jetzt der Ernstfall. Normalerweise wollen wir aber die Anlage vorher entschärfen. Wenn also die 20 Sekunden noch nicht abgelaufen sind, wird jetzt überprüft, ob in den letzten 5 Sekunden eine Zahl eingegeben wurde. Wenn man zu langsam war, wird die Anzahl der richtig eingegebenen Zahlen wieder auf 0 gesetzt. Und die Eingabe des Codes muss wieder mit der ersten Zahl von vorn beginnen.
Ansonsten wird natürlich überprüft, ob die richtige Ziffer eingegeben wurde. Sollte eine falsche Zahl gedrückt worden sein, geht es auch wieder von vorne los. Bei richtiger Eingabe wird die Anzahl der richtigen Ziffern um 1 erhöht. Wenn wir jetzt 4 richtige Zahlen hätten, dann wären wir am Ende. Ansonsten geht es nochmal in die Schleife. Wenn der komplette Code innerhalb von 20 Sekunden richtig war, wird die Anlage entschärft und wir gehen wieder ganz an den Anfang zurück. Sehen wir uns an, was ich daraus für ein Programm gemacht habe. Am Anfang definiere ich erstmal ein paar globale Variablen. Das ist die boolsche Variable scharf, die den Zustand der Alarmanlage anzeigt. Am Anfang ist sie false, weil die Anlage zunächst mal deaktiviert sein soll. Die Variable Voralarm wird aktiviert, wenn der ausgelöst wurde und ist erst einmal auch false. Dann zwei Variablen, in denen die Anfangszeiten für die Zeitintervalle gespeichert werden sollen. Die Startzeit für das 5-Sekunden-Intervall für die einzelnen Tasten und die Startzeit für das Gesamtintervall von 20 Sekunden für den gesamten Code. Die Variable richtig zählt die richtig eingegebenen Ziffern. Ausgangswert ist natürlich 0. Im Setup-Teil werden die Anschlüsse konfiguriert. An Pin 2 bis 8 sind die Taster und Schalter angeschlossen. Deshalb arbeiten die als Eingang und die Pull-Up-Widerstände werden aktiviert. Die Pins 9 bis 12 sind die Ausgänge für die LEDs. Ich nutze die Schleife gleich, um alle erstmal auszuschalten. Anschließend muss ich aber die grüne LED einschalten, denn das ist der Ausgangszustand. Die Anlage ist unscharf und die grüne LED leuchtet. Jetzt kommen wir in das eigentliche Programm. Die erste Abfrage geht darum, ob die Anlage scharf ist. Am Anfang ist sie das nicht. Deshalb wird dieser Teil ignoriert. Dafür wird jetzt die Taste an Pin 2 abgefragt, die die Anlage scharf schaltet. Wenn die nicht gedrückt ist, wird auch der Teil ignoriert und es passiert erstmal nichts. Wenn die Taste gedrückt ist, wird 10 Sekunden gewartet. Hierfür können wir die Delay-Funktion nehmen, da es nicht stört, dass das Programm in der Zeit stillsteht. Nach der Verzögerung wird die Anlage scharf geschaltet. Die grüne LED geht aus und rot geht an. Jetzt geht es wieder an den Anfang und die Bedingung scharf ist erfüllt. Solange der Türkontakt an Pin 8 geschlossen ist, passiert erstmal nichts. Der nächste Block wird nur abgearbeitet, wenn der Kontakt an Pin 8 geöffnet ist, also der Eingang auf High geht. Jetzt wird der Voralarm ausgelöst. Angezeigt wird das durch die gelbe LED. Gleichzeitig werden die 5 Sekunden und 20 Sekunden Zeitintervalle gestartet, indem die aktuelle Zeit mit der Millis-Funktion abgefragt wird. Hier können wir natürlich nicht die Delay-Funktion benutzen, weil dann das Programm nicht mehr reagieren würde. Wir müssen aber jetzt die Anlage entschärfen. Es geht jetzt in eine While-Schleife, die so lange läuft, wie die Anlage noch scharf ist und der Voralarm läuft. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus der Schleife herauszukommen. Entweder die Anlage ist entschärft oder der Hauptalarm geht los. Am Anfang werden jedes Mal die Zeitintervalle überprüft. Die aktuelle Zeit wird mit der Startzeit verglichen und wenn die Differenz größer 20 Sekunden ist, geht der richtige Alarm los. Dafür habe ich ein gesondertes Unterprogramm genommen. Der Voralarm wird abgeschaltet und Pin 12 wird aktiviert, an dem die Sirene angeschlossen wird. Bei uns zeigt das die blaue LED an. Mit dem Delay-Wert wird festgelegt, wie lange der Alarm laufen soll und danach wird er abgeschaltet. Dabei belasse ich es dann und setze nicht die Anlage komplett zurück. Allerdings muss die Variable scharf auf falsch gesetzt werden, weil sonst der Alarm immer wieder neu gestartet werden würde. Gehen wir wieder zurück zu dem Zustand, dass die 20 Sekunden noch nicht abgelaufen sind. Jetzt wird überprüft, ob die Zeit zwischen zwei Ziffern mehr als 5 Sekunden gedauert hat. Wenn doch, dann müssen wir den Code wieder von vorne eingeben,
weil die Anzahl der richtigen wieder auf 0 gesetzt wird. Bei jedem Schleifendurchlauf werden jetzt die Zifferntasten überprüft. Am Anfang haben wir noch 0 richtige. Und wenn jetzt die Taste an Pin 3 gedrückt wird, haben wir die erste Zahl richtig. Und das 5-Sekunden-Intervall wird wieder neu gestartet für die zweite Zahl. Die wird hier abgefragt. Und wenn wir vorher eine richtig haben und die richtige zweite Taste drücken, haben wir schon 2 richtige. Das gleiche passiert dann mit Taste 3. Jetzt kommt die Abfrage an Pin 7, mit dem alle falschen Tasten verbunden sind. Sobald eine davon gedrückt wird, geht auch wieder alles von vorne los. Warum steht die Zeile hier, anstatt zunächst die vierte Zahl abzufragen? Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, einfach alle Tasten gleichzeitig zu drücken. Dann würden die Bedingungen hintereinander alle richtig sein. Mit der Abfrage hier kann ich das vor der vierten Zahl stoppen. Die Variable richtig geht wieder auf 0 und die Bedingung für die vierte Zahl ist nicht mehr erfüllt. Wenn wir 3 richtige haben und auch die richtige vierte Taste drücken, dann wird die Anlage entschärft. Die Variablen alle zurückgestellt, Voralarm und die rote LED abgeschaltet und die grüne LED geht wieder an. Damit sind wir wieder im entschärften Ausgangszustand. Bleibt noch der Praxistest. Ich habe das Ganze mal aufgebaut. Hier rechts haben wir die LEDs. Unscharf, scharf, Voralarm, Hauptalarm. Dann der Reihe nach die Tasten für Scharfschaltung. Die 4 richtigen Tasten für den Code. 1, 2, 3, 4. Und die rechte Taste steht für alle falschen Zahlen. Das hier ganz links, das soll der Türkontakt sein. Ich schalte jetzt mal ein. Das ist der Ausgangszustand. Die grüne LED leuchtet und die Anlage ist deaktiviert. Machen wir zunächst mal den Test für den ganz normalen Ablauf. Wir schalten die Anlage scharf, aber erstmal müssen wir ja noch aus der Wohnung raus. Also Tür auf, Tür wieder zu. Und zeitverzögert schaltet jetzt die Anlage scharf. Wir kommen wieder nach Hause, öffnen die Tür, der Voralarm geht los und wir geben den Code ein, 1, 2, 3, 4 und das war's. Im nächsten Test wollen wir überprüfen, was passiert, wenn wir uns vertippen. Erstmal schalten wir die Anlage wieder scharf. Ja, Moment, müssen wir noch warten. Jetzt. Der Voralarm wird wieder ausgelöst, wenn wir die Tür öffnen. Erste Zahl, zweite Zahl, aber bei der dritten Zahl vertippen wir uns jetzt. Und die vierte Zahl, und es passiert natürlich nichts. Zum Glück haben wir ja noch Zeit, um das Ganze nochmal zu versuchen. 1, 2, 3, 4. Und die Anlage ist wieder deaktiviert. Nächster Test, was passiert, wenn wir zu langsam sind, also zu lange überlegen, wie denn der Code eigentlich war. Die Anlage ist scharf, wir öffnen wieder die Tür. Erste Zahl, zweite Zahl und jetzt überlegen wir, wie waren denn die beiden anderen? Ja, ach so, dritte Zahl, vierte Zahl, das war jetzt leider ein bisschen zu langsam. Zum Glück haben wir ja 20 Sekunden Zeit, um das nochmal von vorne einzugeben. Gut, dann müssen wir jetzt noch den Ernstfall testen. Die Anlage wird erstmal wieder scharf geschaltet. Und jetzt kommt jemand in die Wohnung, der den Code nicht kennt. Der würde jetzt entweder irgendwelche wilden Tasten drücken oder auch gar nichts machen, weil er gar nicht weiß, was hier losgeht. Und schauen wir mal, was passiert, wenn man innerhalb von 20 Sekunden nicht den richtigen Code eingibt. Ja, der Hauptalarm geht los. Hier durch die blaue LED angezeigt. In echt würde da jetzt natürlich die Sirene Rabatz machen. Der Voralarm ist abgeschaltet, weil es macht wenig Sinn, wenn der jetzt parallel dazu weiterläuft. Wir hatten es aber so programmiert, dass der Alarm auch nicht ewig
läuft, denn ja, es ist schon sinnvoll, das nach einer Zeit abzuschalten, um den Nachbarn nicht die ganze Zeit auf die Nerven zu gehen. Nach den von uns programmierten 30 Sekunden geht der Alarm wieder aus. Die Anlage geht aber nicht in ihren ursprünglichen Zustand zurück, sondern bleibt so. Ich finde das ein bisschen besser, denn man sieht jetzt, dass hier irgendwas passiert sein muss. Die Anlage tut nicht so, als wäre nichts gewesen. Denn wenn wir jetzt nach Hause kommen, ist die Anlage laut Anzeige scharf. Es wird aber kein Voralarm ausgelöst, wenn wir die Tür öffnen. Und der richtige Code hilft auch nicht, um die Anlage zu entschärfen. Also irgendwas ist hier faul. Ab hier geht es jetzt wirklich nur noch weiter mit einem Reset. Ich finde aber, das ist nicht schlimm, weil der Fall soll ja nun wirklich nicht jeden Tag eintreten. Hätte der Mikrocontroller jetzt mehr Anschlüsse, dann könnte man natürlich jede einzelne Zahl mit ihm verbinden und man wäre da wesentlich flexibler, was den Code angeht. Man könnte auch Codes nehmen, wo eine Zahl mehrfach vorkommt und man könnte den Code einfach per Software ändern. Ihr könnt da eurer Fantasie freien Lauf lassen. Das war jetzt einfach die Übertragung der Schaltung aus dem letzten Video auf den Mikrocontroller. Das war meine Lösung der Hausaufgabe. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich hoffe, dass nicht alle nur auf die Auflösung gewartet haben, sondern es vielleicht auch mal selbst probiert haben. Wenn nicht, habt ihr wieder eine gute Gelegenheit verpasst, euch selbst zu testen, wie weit ihr seid. Praktische Erfahrungen sind immer viel mehr wert als reine Theorie oder Simulation. Aus eigenen Fehlern kann man viel lernen. Bei mir funktioniert sowas auch nicht immer gleich auf Anhieb. Aber das macht den echten Tüftler aus, so lange nach dem Fehler zu suchen, bis es läuft. Am Ende ist es viel befriedigender, wenn man selbst auf was gekommen ist und nicht alles nur eins zu eins übernimmt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.